Willkommen in der Stadt der Züge, dem größten Eisenbahnmuseum Europas. Wir werden während des Besuchs ungefähr 90 Ausstellungsstücke sehen. Dies ist die fortschrittlichste Lok, die man 1949 in Frankreich gebaut hat. Das einzigartige Eisenbahnmuseum befindet sich im elsässischen Mulhouse. Durch die Textilindustrie wurde Mulhouse zum Wegbereiter der industriellen Revolution Frankreichs. Der ideale Standort also für ein Eisenbahnmuseum. Das Museum Cité du Train wurde 1971 eröffnet. Einige leidenschaftliche Eisenbahner aus Mulhouse gründeten einen Verein, den Verband des französischen Eisenbahnmuseums. Sie suchten den Kontakt zu den örtlichen Behörden und natürlich zur SNCF und gründeten dieses Museum. Auf unserem Museumsrundgang können wir nur einen kleinen Ausschnitt der französischen Bahngeschichte wiedergeben. Diese Lokomotive hier wurde 1882 von Forquenot gebaut und war zwischen Paris und Orléans unterwegs. Eine der ersten Lokomotiven in Frankreich, gebaut vom englischen Ingenieur William Barber Buddicombe. Sie zählt zu den ältesten original erhaltenen Lokomotiven auf dem europäischen Festland. 70 Jahre war sie im Einsatz und lieferte Fisch nach Paris. Hier sehen wir unsere älteste Lok von 1844. Sie ist der Schatz unseres Museums. Der Lokführer steht hier im Freien. Aber warum? Weil man die Menschen beruhigen musste. Die Bauern sahen die Lokomotive mit Rauchwolken vorbeifahren und stellten sich einen Drachen vor. Der Lokführer musste ihnen zeigen, dass er Herr über die Maschine war. Um eine Maschine zu beherrschen, muss man allerdings erst einmal wissen, wie sie funktioniert. Deshalb wurde eine Dampflokomotive der Compagnie du Nord aufgeschnitten. Der Heizer wirft die Kohle in den Kessel. Die Temperatur im Kessel steigt an. Der Rauch, hier rot, geht durch den Kessel. Das Wasser verwandelt sich in Dampf. Der Wasserdampf, hier blau, treibt den Kolben an. Er ist das Herz der Dampfmaschine. Ohne Kolben kann sich die Maschine nicht bewegen. Er bringt mit Hilfe des Pleuelgestänges die Räder zum Laufen. Die Lokomotive wurde bereits 1937 für die Pariser Weltausstellung seziert. Fasziniert haben Dampflokomotiven die Menschen schon immer. Künstler ließen sich von ihnen inspirieren. So ist Émile Zolas Roman La Bête Humaine, die Bestie im Menschen, im Eisenbahnermilieu angesiedelt. Darin heißt es über eine Lokomotive: Sie hat eine Seele, jenes geheimnisvolle Etwas der Fabrikation, welches der Zufall beim Schmieden des Eisens einflößt, das die Hand des Monteurs den einzelnen Bestandteilen verleiht, das Menschliche, das Leben. Der Roman wird 1890 veröffentlicht. Anhand der Eisenbahn schildert Zola die Auswirkungen der Industrialisierung auf den Menschen. Ein Lokführer möchte eine Frau töten. Noch beschränkt er seine Lust auf seine Lokomotive. Im Museum treffen wir Jean Kling. Der ehemalige Heizer untersucht eine besondere Lok. Früher war er auf einer ähnlichen Maschine unterwegs. A1, ein Koloss. Sie ist der Prototyp der ersten französischen Mountain-Lokomotiven.
Dies ist die größte Dampflokomotive Europas. Und damit natürlich auch Frankreichs. Sie hat Räder mit einem Durchmesser von 2 Metern. Die Bewegungsfähigkeit der Pleuelstangen ist nicht unbegrenzt. Je höher die Geschwindigkeit der Lok, desto größer die Räder. Der Heizer ist natürlich der mit der größten Arbeit. Für 100 Kilometer brauchte man ungefähr 2,5 Tonnen Kohle. Das heißt, er musste während der Fahrt praktisch pausenlos arbeiten. Das majestätische Stampfen der Zylinderstöße einer Dampflokomotive inspirierte auch Komponisten. Ich befinde mich hier im Führerstand einer Pacific mit der Achsfolge 231, einer Schnellzuglok amerikanischer Bauart. Eines Tages fuhr der Schweizer Komponist Arthur Honegger mit ihr und war vom Klang dieser Maschine so beeindruckt, dass er 1923 eine Sinfonie komponierte und in der Schweiz sehr berühmt wurde. Neben dem Klang sonorer Dampflokomotiven sind im Museum auch elektrische Fahrzeuge, wie beispielsweise die Pariser Metro, ausgestellt. Sie wird von mehr als 4 Millionen Menschen täglich genutzt. Die Metro stemmt damit ein gutes Drittel der Beförderungsleistung im Pariser Nahverkehr. Im Laufe ihrer bald 120-jährigen Geschichte wurde ihr Streckennetz auf 220 Kilometer ausgebaut. Eines der größten der Welt. 1898 wurde die Gemeinnützigkeit der Pariser Metro verkündet. Man hatte beschlossen, 6 Linien zu bauen. Die Linie 1 wurde 1900 zur Weltausstellung eingeweiht. Seitdem gehört die Metro zu unserem täglichen Leben. Und noch heute gibt es lustige Hinweise, wie beispielsweise das Rauchverbot. Wegen der schicken Leute gab es damals sogar ein Spuckverbot. Auch so ein kleines historisches Detail. Hier fährt die Metro am Bahnhof Gare de l'Est ein. Heute wie damals, das Pariser Tor zum Westen. Ab 1883 verlässt hier der legendäre Orient-Express 2-mal in der Woche die Seine-Metropole. Und auch im Museum kann man noch Luxus auf Schienen erleben. Das ist derselbe Wagentyp, der im Orient Express zwischen Paris und Istanbul verwendet wurde. Damals wurde er König der Züge oder Zug der Könige genannt. Dieser Zug hat Agatha Christie inspiriert, Mord im Orient Express zu schreiben, nach einem authentischen Fall, der Entführung des Sohnes von Charles Lindbergh. Auch der Golden Arrow gehörte zu den klangvollen Namen der Luxuszüge. Deren große Zeit war Ende der 20er Jahre, allerdings zu Ende. Die Weltwirtschaftskrise zwang zum Sparen. Otto-Rai-Triebwagen sollten zudem helfen, von der Kohle unabhängiger zu werden. Es wurde experimentiert, wie diese Michelin XM 5005 zeigt.
André Michelin reiste in einem Nachtzug und empfand ihn als sehr unbequem. Daraufhin entwickelte er spezielle Reifen für die Schiene. Er wollte daraus Kapital schlagen und meldete seine Erfindung 1929 zum Patent an. Zwei Jahre später bestellte er die Presse ein und stellte zwischen Paris und Deauville einen Rekord auf. Eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 107 km/h. Der Gummiabrieb der Schienenreifen war allerdings sehr hoch, sodass sich die Erfindung nicht durchsetzte. Ein anderer Triebwagen aus dieser Zeit stammt von Renault. Er wurde mit einem Dieselmotor angetrieben und auch ein weiterer Automobilhersteller setzte auf die Schiene. Bugatti. Seit 1909 produziert die Edelschmiede im elsässischen Molsheim Luxusautos wie den Chiron. 1500 PS beschleunigen den Sportwagen auf 420 km/h. Seit 1998 gehört die Marke zum Volkswagen-Konzern. Im Atelier werden die Fahrzeuge von Hand montiert. Etwa 80 Exemplare pro Jahr kommen hier zu Netto-Stückpreisen ab 2,65 Millionen Euro zur Welt. Und wir können einer Hochzeit beiwohnen. Hierbei wird das hintere Antriebsteil des Fahrzeugs mit der Karosserie verbunden, also sozusagen verheiratet. Jedes Auto ist ein Einzelstück. Autos für Individualisten. In einem Nebengebäude versteckt steht eines der teuersten Autos der Welt. Ein Bugatti Royal, gebaut für Könige. Der Typ 41 ist das Schicksalsgefährt von Bugatti. Nur 6 Exemplare wurden davon gebaut. Er führte die Firma fast in den Ruin. Ettore Bugatti ist in dem Zuggeschäft eingestiegen, um seine Firma zu retten. Sie müssen sich vorstellen, er hat in 1929 den Bugatti Royal auf den Markt gebracht. Und den Wert von dem Bugatti Royal in dieser Zeit war schon das Mehrfache wie ein Rolls-Royce Phantom von damals. Somit hat er nur 5 Autos verkauft und hat fast seine Firma zu Bankrott gefahren. Um die Firma zu retten, hat er ein Angebot von dem französischen Staat abgegeben, um einen Schnellzug zu machen. Und das hat er geschafft, indem er beispielsweise 4 Motoren von dem Bugatti Royal reingebracht hat und bis eine Geschwindigkeit mit diesem Schnellzug erreicht hat von 196 km pro Stunde. Hier in Molsheim entstanden seltene Filmbilder des Schnellzuges. 1933, anlässlich einer internen Testfahrt. Bei diesem Test erreichte das Fahrzeug die erwähnten 196 km/h. Sehr zur Freude von Jean Bugatti, dem Sohn des Firmengründers. Das offiziell Wagon Rapide genannte Fahrzeug wurde in nur 9 Monaten entwickelt. Heute steht das letzte Exemplar in Mulhouse. Jean Bugatti, ein begnadeter Designer, schuf damit ein aerodynamisches Autorail, das die Firma rettete. Auch Präsidenten fuhren damit. Wir befinden uns hier im Präsidentiel. Er wurde gebaut zu einer Zeit, als man die Dampfloks allmählich ersetzte. Er ist etwas Besonderes, denn Präsident Albert Lebrun hat ihn benutzt, ganz in der Nähe im August 1937, anlässlich der Einweihung des Tunnels von Sainte-Marie-aux-Mines. Auch der Zweite Weltkrieg wird dem Museum nicht ausgespart. Großen Wert wird dabei auf die Rolle der Résistance gelegt.
Durch Sabotageakte wie die Sprengung von Eisenbahnstrecken und Brücken sollte der Nachschub der Wehrmacht erschwert werden. So war auch in Frankreich die Zerstörung der Infrastruktur gewaltig. Und Lokomotiven wie diese 141R mussten im Ausland besorgt werden. Schon 1944 reiste eine französische Delegation in die USA, um Rollmaterial zu bestellen. Die Mikado war eine amerikanische Lok des Typs 141R. R steht für Rekonstruktion. Viele Loks wurden im Zweiten Weltkrieg zerstört. Neue kamen aus Amerika und Kanada. Per Schiff wurden Lokomotiven, Tender und Waggons 6000 Kilometer weit nach Frankreich transportiert. 100 Lokomotiven verließen dort jeden Monat die Werke. Die Mikados waren mit ausschlaggebend für die Wiederbelebung der französischen Wirtschaft nach dem Kriege. Die Lokomotiven Mikado oder 141 können unterschiedlich eingesetzt werden. Für Güterverkehr von 1000 bis 1500 Tonnen oder für Personenverkehr bis 700 Tonnen. Mit ihren 2500 PS schaffen sie 100 km/h. Die 141R wurde eine der bekanntesten Dampflokomotiven in Frankreich. Es gibt symbolische Feierlichkeiten beim Abladen. Die erste Lokomotive 141R aus Kanada fährt auf französischem Boden. Eine starke Dynamik erfasste das Frankreich der Nachkriegszeit. Die Grande Nation wollte im technischen Bereich wieder Ansehen gewinnen. Die Entwicklung von Elektrolokomotiven brachte einen enormen Modernisierungsschub für die Eisenbahn. Und es galt, der Welt zu zeigen, was man konnte. Diese beiden Lokomotiven fuhren einen Geschwindigkeitsrekord. 1955, 10 Jahre nach dem Krieg, wollte Frankreich sein technologisches Know-how zeigen. Am 28. und 29. März wollte man einen Geschwindigkeitsrekord mit E-Loks aufstellen. Zwei unterschiedliche Loks erreichten 331 km/h und natürlich gab es dabei einen Hintergedanken. Frankreich wollte sein Image wieder aufwerten und seine Lokomotiven verkaufen. Eine der Rekordlokomotiven, die BB9004 von Germont-Schneider. 7:35 Uhr, l'heure du départ. 7.35 Uhr, gleich geht's los. Der Rekordversuch wurde auf der 47 Kilometer langen Strecke zwischen La Motte und Morsens in der Nähe von Bordeaux durchgeführt. Eine ideale Strecke mit nur einer leichten Kurve und gutem Oberbau. 310. Croissant. 320. Croissant. 330. 331 km/h bei Streckenkilometer 71,7. Weltrekord. Die Eisenbahn genoss ein großes Ansehen im Nachkriegsfrankreich. General de Gaulle nutzte die Bahn. Selbstverständlich hatte er einen eigenen gepanzerten Waggon. Wie im Wohnzimmer. Entworfen vom Art Deco-Künstler Jules Leleu. Das ist der Präsidentenwaggon Nummer 2, der ab 1955 insbesondere von General de Gaulle verwendet wurde. Er reiste zu dieser Zeit mit dem Zug, was bei heutigen Präsidenten nicht mehr der Fall ist. Aber er hat ihn benutzt, vor allem wenn er Staatsoberhäupter zu offiziellen Besuchen eingeladen hatte.
Gezogen von der größten Dampflokomotive Europas sollten Staatsgäste wie 1960 der US-Präsident Eisenhower beeindruckt werden. Und auch die Franzosen selbst durch eine Live-Übertragung aus dem fahrenden Zug. Das Fernsehen war auch anwesend und zeigte diese außergewöhnliche Zugfahrt am 17. Januar dieses Jahres zwischen Lille und Paris mit einer Direktübertragung aus dem Präsidentenzug. Damals nutzen Politiker noch die Reisezeit für gemeinsame Arbeitsgespräche. Gezogen von einer elektrischen BB 9200 kommt der Sonderzug schließlich nach Paris. Der Präsidentenzug erreicht die Hauptstadt. General Charles de Gaulle wird begleitet von seinem Premier und Außenminister, um seinen illustren Gast zu empfangen. Lokomotiven des Typs BB 9200 sind die Paradepferde der SNCF. Sie ziehen auch den Kapitol. Dies ist die letzte Anschaffung des Museums. Ich habe eine besondere Vorliebe für diese Lokomotive. Als Kind hatte ich eine Modelleisenbahn. Es war Le Capitole. Der Name stammt von einem Zug, der zwischen Paris und Toulouse fuhr und dort nach einem berühmten Platz, Le Capitole, benannt war. Mit dieser Lok war es möglich, erstmals zwischen Paris und Toulouse eine Reisegeschwindigkeit von 200 km/h zu erreichen. Am 15. November 1960 ist die Betriebsaufnahme. Mesdames, Messieurs, dès maintenant, la vitesse du train peut atteindre 200 km/h pendant une demi-heure environ. 1967 ziehen dann modifizierte BB-Loks den Schnellzug mit Tempo 200. Der erste europäische Zug, der fahrplanmäßig diese Geschwindigkeit fährt. TEE-Züge lassen Europa schneller zusammenwachsen. Dabei gab es damals noch mehr technische Probleme als heute. Gezogen werden sie von Schnellzuglokomotiven, wie dieser CC40101. Sie ist für verschiedene Stromsysteme ausgelegt. Der Trans-Europe-Express fuhr in den 60er Jahren und verband die wichtigsten europäischen Hauptstädte miteinander. Aber schon damals gab es ein Problem mit den Standards. Frankreich, Deutschland, die Niederlande und Belgien hatten nicht die gleiche elektrische Spannung. Die nächste Lok hat eine Ausstrahlung, die Aquitaine. Sie konnte einen Güterzug mit 100 km/h und einen Personenzug mit 200 km/h ziehen. Die Aquitaine fuhr zwischen Paris und Bordeaux. Für Eisenbahnfans war sie die schönste, jemals für die SNCF gebaute Lok. Sie wurde vom Designer Paul Arsens entworfen. Vom Profil aus betrachtet sieht man einen Läufer, der, um Dynamik zu zeigen, sein Knie beugt und Anlauf nimmt, um zu beschleunigen. Die Aquitaine zog auch den Mistral, einen noblen Schnellzug, der Paris mit Marseille und Nizza verband. Mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von fast 128 km/h war er lange der schnellste fahrplanmäßige Zug in Europa und hatte dabei auch noch Stil. (lacht) 1981 wurde der Mistral eingestellt. Die TGVs auf der Schnellfahrstrecke Paris-Lyon machten ihn überflüssig. Entwickelt wurden die TGVs der ersten Generation zwischen 1969 und 1978 gemeinsam von der SNCF und Alstom.
Heute rauscht ein TGV der vierten Generation direkt am Freigelände des Museums vorbei. Und wir treffen einen Eisenbahner, der bei den ersten Fahrten mit dabei war. Ich bin an die Bahn gekommen im Jahre 1976 und in derselben Zeit ist der TGV gekommen. Ja, die Ingenieure der TGV haben schon die Pläne auf dem Tisch gehabt und sie haben auf dieser Strecke zwischen Mulhouse und Straßburg Testfahrten gemacht mit einer Geschwindigkeit bis 270. Ja. Da war das ganze Gleis gesperrt und nur der TGV konnte fahren. Und ich war da ganz junger Eisenbahner. Dann habe ich das Glück gehabt, ein bisschen in den Führerraum eines TGVs zu sein mit den hohen Chefen, die Ingenieure. Und ich war ganz rechts, ich hatte einen ganz kleinen Platz und auf der linken Seite war der Lokführer, ja, der Prüflokführer. Ach, das war für mich wie ein Gott. Noch heute werden die TGVs im nahen Belfort von Alstom gebaut. Allerdings hätte der traditionsreiche Standort 2018 nach fast 140 Jahren Lokomotivproduktion geschlossen werden sollen. In Wahlkampfzeiten war die Aufregung darüber so groß, dass der Staat den Standort rettete, indem er 21 TGVs und 20 Diesellokomotiven bestellte. Heute sind im Werk 460 Menschen beschäftigt. Seit 1978 wurden hier 1300 TGV-Lokomotiven hergestellt. Der TGV ist ein toller Zug, ein Symbol für die hervorragende Qualität der französischen Industrie. Die Mitarbeiter des Standorts Belfort sind sehr stolz darauf, zur Planung und zur Fertigung des TGV beizutragen. Zurück im Museum in Mulhouse. Dort treffen wir in einem neueren TGV zwei Eisenbahner, die französische Bahngeschichte geschrieben haben. Sie waren 2007 bei einer Rekordfahrt dabei. Eric, der Rekordlokführer, erinnert sich. Es sind Erinnerungen, Emotionen, die zurückkommen. 12 Jahre nach dem Weltrekord, besondere Momente, die jeder Fahrer gerne erleben würde. Jeder Mitarbeiter möchte mit in der Kabine sein. Momente, die besonders stark sind. Auf der damals neuen LGV Est Européenne, der Schnellfahrstrecke zwischen Paris und Straßburg, fand die Fahrt auf einem speziell präparierten Abschnitt statt. 15 Minuten lang raste der Zug dem Rekord entgegen. Vor dem Bahnhof Meuse war der Rekord gebrochen, doch es ging noch schneller. Nach einer Weile waren wir ungefähr bei 550 und haben uns entspannt. Der Rekord war gebrochen. Wir hatten etwas Gutes getan und waren wirklich sehr stolz. Danach erreichte der Zug noch Tempo 574,8, der bisher ungebrochene Weltrekord. Ein schöner Höhepunkt, um unseren Museumsrundgang im größten Eisenbahnmuseum Europas zu beenden. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Der Besuch ist leider vorbei. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und ich freue mich darauf, Sie das nächste Mal zu begrüßen. Vielen Dank. Merci beaucoup.